Hallo! Oh, erstmal gucken, ob ich Post hab. Was brauchst Ja. du? Huch, wo bin ich? Da. Mhm. Ja, dann kann ich jetzt ja nach rechts und. Oh, das ist so witzig. Ich muss mich nochmal auf die Straße stellen und gucken, wo ich überhaupt wirklich bin. Ja. Okay. Los geht's. Aber warum ist die Straße eigentlich kaputt? Oh, warte, jetzt müsste ich ja eigentlich auf der anderen Seite wenigstens eine Entschuldigung kriegen von den Leuten hier, die die Straße kaputt gemacht haben. Ja, Mann, wie geht denn so eine scheiß Straße einfach kaputt? Das geht doch gar nicht. Ja, das ist doch der Sinn davon. War das gerade eine ernsthafte Oh Frage? nein! Oh Gott. Hey, warum sind hier so komische Hunde, die einen anfallen? Das geht ja gar nicht. Ich kann ja gar nicht springen. Oh. Das sind irgendwie auch einfach nur die Hunde, die fliegen. Stimmt. Hätten sie wenigstens irgendwie mutierte Vögel gemacht. No parking. Anytime. Da war schon wieder so ein Pentagramm, oder ist das ein Gully? Ja, Ja, das das ist ist ein ein Gully. Gully. Okay, toll. Das bedeutet, dass hier die Straße wieder kaputt ist. Market. Oh Gott, ey. Wow. Ah. Ich bin mir Ja. nicht runterfallen. Gut abgebremst, Harry Potter. Harry Rush. Mann, was soll denn das? Du hast gesagt, man kriegt immer was. Ja, weil es sonst manchmal so war. Market. Sunrise Shop. Rahm, 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 Rahm. Ach so. Da liegt was. Im Müll. Einfach jemand die Patronen weggeworfen. Ja, das war die Frau, die gesagt hat: Nein, du darfst keine Pistolenpatronen besitzen. Ja, schreibt hinterher. Komm zurück. Ich liebe dich. Oh, da ist noch einer. Sind alles Aerodactyls. Ja. Ja, wie unendlich ist denn das? Sowas kann ich mir ja auch vorstellen, dass hier so ein unendlicher Weg ist. Wenn man nicht irgendwie den fünften Abweg der dritten Wiederholung nimmt, dann hat man dafür immer drin. Stop. Und dann feuert man ein paar Boxenluder an. Boxenluder anfeuern war echt immer noch der Beste. Och, Oh komm schon! Mann! Ich habe keine Zeit, ihr komischen fliegenden Guck einfach Teile. nicht nach und geh nach. Ja, aber manchmal ist da ja auch ein Weg, ne? Ein Weg. Cool, da die Straßenlaternen schräg. Ich bin ja auch schon da, ey. Was will ich denn da überhaupt Ah. hin? Ja, man kann ja auch nicht nach oben gucken, ne? Hier Super, ist die ey. Wenn Balkan Church. die Church jetzt hier einfach genauso wird, ne? Ja, so groß kann eine Kirche ja nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. What? What are you talking about? Here, the Flauros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late.
fate. Wait! Don't go yet! Yo! Eine sehr crazy Dame. Wir sollen also zum Krankenhaus gehen. Ja, und wir sollen dieses komische Dingens hier mitnehmen. Ein Flauros. Ein Triforce. Als Zauberwürfel. Ja, geil, sowas will ich haben. Und ein Schlüssel. Ein Zugbrückenschlüssel. Ach, brauchen doch, wir wahrscheinlich. Ich habe noch nicht mal eine Zugbrücke gesehen. Aber Zugbrücke klingt immer sehr gut. Oh, eine Bibel auch ganz gut. Und da lag ein Tonikum. Und das war's mit der Church. Oder soll ich jetzt erst hinterherlatschen und so ein Scheiß? Hast du gesagt, wie die heißt? Nö. Mich erinnert die ja an... Speichern. Mrs. Melody oder wie die heißt bei Der Nebel. Stimmt. Der Nebel. Oh, jetzt guck ich mal, ob diese Tür hier zu ist. Voll die schönen Bilder, die sagen bestimmt auch irgendwas alles alle aus, so weißt du, so von wegen, wenn man den nächsten Boss besiegt oder so. Als würde so ein Macker sich, wenn er eine Pistole besitzt, darum scheren, ob die Tür auf oder zu ist. Ich meine, vielleicht saved er den lieber für lebenswichtigere Situationen. Wer weiß, was hinter einer Tür alles sein kann, ne? Wenn man genug Monster AG geguckt hat, dann weiß man das. Was hinter Türen verborgen sein kann. Oh. So, dann wollen wir uns doch mal ansehen, wo wir hin müssen. Irgendwo muss ein Krankenhaus sein. Ja. Und man kann ja auch noch so nach rechts irgendwie, ne? Da steht Bridge Control Room. Ja. Dann sollten wir da mal hingehen. Jetzt kommen wir an der Tankstelle vorbei. Das ist gut, weil ich, ne? Harry muss mal wieder tanken. Oh nein. Jetzt kommt hier wieder ein nerviges Viech. Und ich kann nicht mehr entspannt fahren. Oh, das ist die Tankstelle. Eigentlich müsste man da auch anhalten, ne? Oder ist das hier nicht so, dass man irgendwo lang gehen kann und Sachen finden, ohne dass man dahin muss? Keine Ahnung. Okay. Ja. Dann controllen wir mal die Bridge, ne? Oh, die Schranke ist wenigstens schon offen. Oh. Da war. Du bist dran. Das ist bestimmt ein Pokémon. Ja, stimmt. Kontrollraum. Oh, rote Fässer, die explodieren bestimmt. Oh, da unten kann man ja auch rein. Naja, mach ich mal anders. Ich muss ja erstmal kontrollen. Chaos Control! Oh ne, ich speichere nicht nochmal. Ich lese jetzt erstmal Zeitung. Das ist eine Karte des Einkaufsviertels. Ach du Scheiße. Da kommen wir jetzt wohin. Im Einkaufsviertel ist auch das Krankenhaus, das ergibt Sinn nicht. Oh mein Gott. Oh ja, Er macht doch wenigstens schnell, ey. Bridge. Das 14. Mal, dass wir gespeichert haben. Nein, und man darf hier nur 15 Mal. Oh, Toni, komm. Ich hab viel zu viel von dem Zeug. Ich bin viel zu gut. Hey, der Endgegner war auch viel zu einfach, ne? Ja. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall die Schrotflinte nur zu gut. Das ist ein Schlüsselloch in der Bedientafel. Achso, ja. Ich hab ja den Key des Glücks. Music is the key. Pyramidenförmiger Gegenstand, gefunden in der Kirche, Zweck und Funktion unbekannt. Das stimmt, sie hat zwar gesagt, dass man damit alles machen kann. Aber das ist voll keine Aussage. Maschine läuft. Wollen Sie den Schalter drücken? Ja, hau rein. So, weil ich... Da kommen wir so 50 Minuten.
Scanner. Und töten mich. Da habe ich nicht hinterher gespeichert. Das war viel schlauer, weil ich muss jedes Mal wieder machen. Aber egal, ich sterbe ja eh nicht. Bin ja Pro. Hast du das auch? Ja. Ich gehe wieder weg. Und jetzt würde jemand... Achso, das ist die Maschine. Nicht... Was ist denn? Bohrhammer? Es gibt kein Benzin, ich kann das Gerät nicht verwenden. Okay... Merk dir das mal, ne? Bohrhammer. Bohrhammer Benzin. Ist noch Kerosin da? Tankstelle, ne? Ach ja. Aber das mach ich jetzt nicht, oder? Keine Ahnung, was man muss ich das? Ist das eine Waffe? Nee, ja. Vielleicht schon, ne? Wahrscheinlich, du bist jetzt irgendwann da hinten und dann wissen wir, wir brauchen einen Bohrer und musst du wieder ganz hoch. Soll ich mal zur Tankstelle gehen und gucken, ob man da irgendwie... Keine Ahnung. Die ist ja nicht so weit weg, ne? Und das ist wirklich Angst vor dem Maschinengeräusch. Dann gehe ich jetzt. Das ist auf jeden Fall völlig sinnlos. Ja, völlig. Voll leicht sinnlos. Guck mal, das sind meine Schritte. Aber was machen denn die Maschinen die ganze Zeit? Die Brücke ist doch einfach unten. Nee, ziehen die ganze Zeit noch näher ran, weißt du? Nein. Man weiß ja nie. Hallo, hallo, ich möchte gerne tanken. Ist noch Kerosin da? Komisch, geht nicht. Ja, warte, hier war ja auch kein Schlauch dran, hier schon. Hallo? Kannst du nicht auch da rein? Da, das meinte ich. Ich habe irgendwo Schläuche gesehen. Da, jetzt möchte ich gerne tanken. Scheiße. Vor allem, du müsstest das ja auch irgendwo reintun. Ach komm, ihr könnt nicht geschlossen haben. Ach komm schon. Ich will nicht umsonst zurückgegangen sein. Hell. Okay, das ist natürlich... Huch! Ah, Hilfe, Hund. Hä? Die Tür war offen. Hallo, die Tür war offen. Okay, jetzt bin ich, Man kann die Taschenlampe nicht anmachen. Ist ja auch nicht dunkel. Mein Automotor scheint okay zu sein. Echt jetzt? Diesmal speicherst du aber nicht. Ja, ne? Was stand da? Einige Öldosen stehen auf dem Regal. Aber ich brauch doch Benzin. Kann ich Auto fahren? Ja, was bringt das denn hier? Einfach nur speichern oder was? Scheint so. Nein. Oh, und Patronen. Super. Ey, komm, jetzt machen die mir immer mehr Hoffnung hier. Das ist doch nicht machbar. Hallo. Und ein funktionierender Automotor. Das ist ein Fernseher. Er lässt sich nicht einschalten. Oh, schade, sonst hätten wir jetzt hier ein bisschen Fernsehen gefunden. Ja, echt. Trenn die... Sollte die Scheiße. Eistee. Mit Zitronengeschmack. Oh. Ja, dann geht's endlich mal weiter. Glaubst du nicht, dass da noch ein Eingang ist? No parking anytime. Was sind das hier für komische... Okay, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Egal, Patrone. Richtig, jede Kugel zählt, Motherfucker. Ja. Trotzdem merken, ne? Benzin. Ja, Motor. Mhm. So, Einkaufsviertel. Hallo. Hallo. Du musst hier so ganz wunderschön stehen. Einkaufsviertel. Oder enjoy your... Hast du jetzt mal geguckt, wo das Krankenhaus ist? Oder bist du einfach nur dumm rum? Da. Aua, ja. Ach, das ist ja sogar schon eingekreist. Konz. Alchemilla. Richton. Wilson. Da oben ist die Polizei, da können wir vielleicht mal... Ja, Entschuldigung, endlich. Ihre Stadt ist völlig zerstört und überlaufen... Nein, Entschuldigung, ich muss Donuts essen. Richtig schlecht. Oh, das werde ich auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine erreichen. Sehr gut. Ja, man kann auch unter der Brücke, glaube ich, durchlaufen. Egal.
Speed Limit 35, bitte nicht zu schnell rennen. Ja, jetzt konnte ich gar nicht tanken, ne? Das ist voll scheiße. Hätte auch bei dir den Motor auswechseln können. Ja, echt. Meiner ist ja kaputt. Darum mache ich manchmal immer so. Schade, dass ich nicht hüpfen kann, sonst würde ich das jetzt machen. Wer hätte das gedacht? Wäre auch zu einfach, ne? Was war das? Das sah komisch aus. Oh, jetzt kommen hier aber keine neuen Gegner, ne? Gut. Hä? Ach so. Ja, ich wusste das. Moin! Nein, kleinen Hunde! Ich glaube, du mal tot, oder? Weiß ich nicht. Ja, das kannst du dich hier gar nicht umgucken. Da war da einfach irgendwie die Tür. Ja. Geh doch, das ist nicht die Tür, alle da. Ich stand eine Stufe davor, da umgehen müssen. Und jetzt sind wir schon wieder am nächsten Haus, ne? Ja. Oh, schön. Sieht gut aus. Schöner Eingangsbereich. Ich würde auch sagen. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Das Krankenhaus erkunden wir beim nächsten Mal. Und der nächste Abschnitt. Ich weiß gar nicht, wie viel es überhaupt gibt bei Silent Hill 1. Hilfe, was war das? Nein, das wollen wir nicht wissen. Tschüss! Hallo!